wieder lebendig werden, des kriegerischen Imperialismus des alten Amerikas zu denunzieren. Das bewirkte, dass das präkolumbianische indianische Volk von der ganzen frühen Menschheit verachtet wurde. Sie sprechen da, Monsieur, recht bizarre Dinge aus. Ja, ich sage etwas Bizarres. Dass nämlich die präkolumbianischen Indianer, entgegen allem, was man annehmen konnte, ein überaus zivilisiertes Volk waren. Und dass sie eben eine Zivilisationsform gekannt hatten. Gleichsam arglos gebliebenen Bewusstsein wie das meine, um es mit all den falschen Erscheinungen zu ersticken, die er unübersehen hat. Und daher kann ich den Anschein eines Emotionierenden erwecken. Was wollen Sie sagen, Monsieur? Ich will sagen, dass ich das Mittel gefunden habe, ein für alle Mal mit diesen Affen Schluss zu machen. Und das, wenn niemand mehr an Gott glaubt, jedermann immer mehr an den Menschen glaubt. Denn der Mensch ist es, der sich jetzt zur Kastration entschließen muss. Wieso? Wieso? Von welcher Seite man sie auch nimmt. Sie sind verrückt. Aber so verrückt, dass sie gebunden werden müssen. Waldomidius, entgegen seiner sonstigen Gewohnheit, nicht mit leerem Magen ein Schlachtfeld zu betreten, ritt an der Spitze des Heeres auf Lungus zu. Während Troja fiel, entstanden die Meere, sangen die edlen Ritter hinter ihm. Dieser Film spricht sich vehement und gegen. Jerzy Buzkow. Gegen. Albert Einstein. Gegen. Lucifer Frankenblattl. Gegen. James Joyce. Gegen. Preservative. Gegen. Konservative. Gegen. Gertrude Stein. Gegen. Gerhard Robert Hausermann, das Alder Horst Lind. Gegen. Den Verfasser der Bibel. Gegen. Neo-Wahlis. Gegen. Kapitalismus. Gegen. Freud. Gegen. Heiligenscheine. Gegen. Pazifismus. Gegen. Das Vieh in der Lust. Gegen. Hosenträger. Gegen. Venedig. Gegen. Grimmelshausen. Gegen. Lustersex. Gegen. Leben auf fremden Sternen. Karl Valentin. Gegen. Tom Jones. Gegen. Pfefferminz. Gegen. Buster Keaton. Gegen. Dar.